Du willst damit sagen, Landsfahrer sind besonders gute Jungfrauen. Ja, Landsfahrer sind sehr potent, denke ich. Oh, hier, euch, guck mal. Ja, euch. 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 Ja, nicht schlecht, oder? Wie jetzt, euch. Du bist nicht verrückt, oder? Ja, auch doch. Schön leise, ne? Schnurrt wie ein Kätzchen. Ich finde es so, ganz bleiben. Ja. Naja, danach ist ja dann Ruhe. Wir zünden nochmal das Motorrad und dann ist hier Sense. Aber so, die Veranstaltung ist ja noch nicht zu Ende. Wir kriegen ja noch ein bisschen was hin. Noch lange nicht und vor allem morgen ist ja noch ein Tag. Also, Sonntag. Ganz interessante Geschichte für euch. Wir haben ja in ganz Sachsen eine unfassbare Fahrzeuggeschichte. Also ihr wisst, Auto-Union, euch, die ganze Geschichte, Karl-Marx-Stadt wurde ja im Prinzip Audi gegründet, dann alles zusammengezogen zur Auto-Union. Was haben wir drin gehabt? Wanderer, euch, Audi und DKW. DKW, sehr gut. DKW in Chemnitz gegründet. Also ihr müsst damals sehen, vor Krieg war Ostdeutschland eine wahnsinnige Fahrzeugproduktion, war es ja nachher auch noch. Aber es war schon verrückt und da geht echt viel große Fahrzeuggeschichte aus. Die ganzen Audi-Silberpfeile, die ihr im Vorkrieg kennt, die über die Arus mit 400 Klamotten gezogen sind, das war alles Sachsen, das muss man sich mal vorstellen. Danach, wenn ich mir vorstelle, Eisenach, es gibt keinen BMW-Vorkrieg, der nicht in Eisenach produziert wurde. Wissen die Wesentlichsten, ist aber so, alle BMWs, die als Autos ihr als Vorkrieger seht, diese schönsten 328er BMWs sind heute Autos, kosten 1,5 Millionen Euro und die sind alle in Eisenach gebaut worden. Müsst ihr euch vorstellen, dann kaum die Wende, die erste, und dann haben die aus 6-Zylinder-Motoren 3-Zylinder gemacht, aus 4-Takten 2-Takte. Ich glaube, die Jungs müssen so deprimiert gewesen sein. Die haben sich in Bravo gedreht. Also, warum ganz kurz nochmal zur Geschichte. Horch, der war ja eigentlich der Gründer der Firma. Hat der nachher Aktionäre sich mit dran geholt? Die haben den Menschen, weil der eben nur über den technischen Sachverstand verfügte, nicht über den kaufmännischen Sachverstand, haben die den rausgegrault. Denn war sozusagen Horch, obwohl es sein Name war, August Horch war ja sein kompletter Name, der war dann aus seiner eigenen Firma ausgebotet worden und hat dann eine neue Firma gegründet. Aber den Namen Horch konnte er nicht mehr benutzen, deshalb hat er ins Lateinische gegriffen. Und hat Audi genommen und daraus ist Audi entstanden. Bei der Auto-Union sind die beiden wieder zusammengekommen. Genau, da sind zusammengekommen und erst später besinnt man sich wieder. Audi hat ja nochmal kurz zu Mercedes gehört, auch eine ganz wilde Zeit. Machen wir jetzt aber nicht so lange, 60er Jahre, wie auch immer. Aber erst später kommt der Name Audi wieder hoch. Also in Chemnitz wird tatsächlich der erste Audi 1909 oder so schon gebaut. Ja. Und dann verschwindet Audi nachher in der Auto-Union und später wird dann Audi wieder rausgekramt und dann kennen wir die Geschichte mit VW und Co. So. Da müssen wir mal ein anderes Fahrzeugtreffen machen, weil dann wird es ein Westfahrzeugtreffen. Ja, so, also jetzt mal ganz kurz, warum Horch? Also, die wohnt natürlich in Zittau? In Zwickau. Die ersten E3 wohnt in Chemnitz gebaut. Genau. Ah, nach Duisingsfelde bei E3, genau. Ja. Warum hat man den noch mit Horch benannt? Weil man die Qualität, 64, weil man die Qualität der Horch-Fahrzeuge natürlich bewusste, man im Vorkrieg Horch war. Das ist ja der Motor ist ja. Der P3 ist mit DDR eigentlich. So, also Motor Horch. Und natürlich war es so, der Horch, die Limousine P5, P6. Nee, P240. Genau, P240. Da hat man natürlich auch noch Horch angeschrieben, weil man natürlich die Namen hat. Aber es war natürlich, das darfst du nicht vergessen, von Pomp-Siebenbar Peak. Sein Auto war sozusagen der P240. Den hatte der sozusagen als Regierungsfahrzeug. Also, lange Rede, gar keinen Sinn. Genau. Aber die haben Kontakt mit den Außerirdischen oder seid ihr dahinter komplett verfunkt? Nee, das dauert noch ein bisschen, da brauchen wir noch 5 Bier. Der P240 hatte einen Autobusmotor drin und der P3 im Motor auch noch. Ah ja. Vorher kam ja noch der P2M. Halt mal ran. Das hört sich heute gar nicht. Vorher kam ja noch der P2M. Über P1, die P1 gehen die wenigsten. Da kam der P2M heute unten, sehr schön gesehen hier. Und beim P3 wurde dann von diesem Graubus-Motor, 6-Zylinder Horch, auf Aluminium gestellt. Ja, das hat man gemacht, damit man einen besseren Wärmehaushalt hatte. Die Dinger haben ja doch, weil als Benziner haben wir viel Wärme produziert und wenig eigentlich in Bewegungsleistung umgesetzt. Das ist eigentlich heute noch genauso. Deshalb sind die Diesel mit viel Leistung und weniger Verbrauch noch unterwegs. Aber prima, so, wunderbar. In der DDR-Geschichte war es dann so, Militär-Jeeps waren dann halt, kamen dann nachher aus Russland. Erst hat man den Gas 69 genommen, dann die UAS-Geschichte, kennt ihr alle. So ist es dann geendet, da hat man keine solchen Militärfahrzeuge mehr gebaut. Den Stoffhund gab es noch. P3 wurden knapp 4000 Stück gebaut. 4000. Da kam der AGW-Pakt und der Russe wollte seinen Scheiß verkaufen. Genau, und die Produktion. Also, ich habe Verträge mit Ungarn, mit Polen, die wollten alle welche haben. Aber was soll ich gesagt, wir verkaufen unseren Scheiß. Also. So, dann haben wir noch einen Kandidaten und dann reißt du hier mal die Mütze an. Ist ja die Mütze an.